Der Klimawandel schadet den Nationalökonomien und wirkt sich auf unser Leben aus. Kommt uns heute schon teuer zu stehen und morgen noch mehr. Aber Veränderungen liegen in der Luft. Lösungen gibt es bereits, die uns sauberere, resistentere Wirtschaftssysteme ermöglichen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Regierungschefs und Führenden der Welt aus dem Finanz- und Unternehmenssektor und der Zivilgesellschaft zum Klimagipfel am 23. September 2014 in den UNO-Hauptsitz nach New York eingeladen. Er ersucht sie, mutige Ankündigungen über Maßnahmen gegen den Klimawandel mitzubringen. Der Klimagipfel bietet für Führungskräfte die einzigartige Möglichkeit, ein ehrgeiziges Ziel anzustreben, fest verankert im Handeln, das 2015 zu einem sinnvollen globalen Abkommen führen soll. Jetzt ist für Führungskräfte die Zeit gekommen, sich dem Rennen um tiefgreifende Veränderungen anzuschließen, die den wirtschaftlichen Wettbewerb und nachhaltigen Wohlstand für alle vorantreiben.